Die Zeit drängt. Der Kleine ist in Gefahr und muss schnell die Medizin bekommen. So, wo müssen wir denn hin? Da. Wir waren ja auch so gut wie direkt vor der Haustür. Einfach nur falsch abgebogen. Gut, dann wollen wir den Kleinen mal retten. Das Herz. Du hast es. Ja. Gut sieht er ja nicht aus. Fieber ist bald weg, aber zur Heilung muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Das wird jetzt interessant. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum. Auch geil, ihm Schuldgefühle einzureden. Vergesse ich dir nicht. Danke. Jetzt, Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Na, das hat sich vorhin nicht so angehört. Aber vielleicht. Das ist Vanaheim. Tut mir leid. Hat die Mutter ja auch extra gesagt, sie will nach Jotunheim oder auf dem Berg begraben werden, damit er ihm endlich mal die Wahrheit erzählt. So grob unterbrochen hat, wollten wir gerade Tirs Gruft erkunden. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Also gut. Schade, ich hätte gedacht, wir können jetzt nochmal ins Portal springen und dann direkt zum Tempel reisen. Leider nicht. Aber wir haben hier... Das Ding sollten wir auf jeden Fall nehmen.
Die Fähigkeiten aufwerten können wir nicht mehr. Beziehungsweise dann brauchen wir eine Verstärkung der Waffen. Ah, da ist der Kleine. Ich dachte schon, der wäre oben geblieben. Das war auch noch nicht die Ebene. Ah, siehst du, das Boot ist gestrandet. Jemand hat vorhin geschlafen. Aber wir können Nein, doch. Geht nicht. Wieso Steig geht's ein. Nicht? Ich werde es ziehen. Du bist still. Geht's dir nicht besser? Doch, tut es. Ich weiß, du hast mich und Freya gehört. Du glaubst, du begreifst, tust du nicht. Warum sagst du nichts? Du sagst, ich bin verflucht. Ich bin schwach. Ich bin nicht wie du. Ich bin nicht das, was du wolltest. Aber nach all dem dachte ich, das hat sich geändert. Du weißt nicht alles, Junge. Nein. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Ich bin ein Gott, Junge. Aus einem anderen Land, weit von hier. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Junge, hast du nichts zu sagen? Kann ich zu einem Tier werden? Kannst du zu einem Tier werden? Nein. Nein, das glaube ich eher nicht. Ich bin ein Gott. Und Mutter? War sie eine Göttin? Nein. Sie war sterblich, aber sie wusste, wer ich bin. Ich bin ein Gott. Warum hast du nie was gesagt? Ich wollte es dir ersparen. Ein Gott zu sein, kann ein Leben voller Kummer und Leid bedeuten. Das ist der Fluch. Was kann ich denn so? Kann ich fliegen? Unsichtbar werden? Ich fühle mich nicht wie ein Gott. Ich kenne deine Kräfte als Gott nicht. Aber sie werden sich zeigen. Ich kann nicht zu einem Wolf werden? Ich lasse mich gerne überraschen. Höre ich das? Das erste Vater-Sohn-Gespräch nach etlichen Stunden. Das ist nicht überraschend. Aber zumindest weiß er jetzt, dass er Gott ist, Halbgott, irgendwas Göttliches in sich trägt. Die erste Frage war, ob er sich in ein Tier verwandeln kann. Du hast es also gewusst? Ja, aber ich habe mehr als genug. Mich offenbar auch. Wer wusste wohl noch, dass ich ein Gott bin? Früher natürlich. Brock und Sindri? Sie müssen es nicht wissen. Baldur! Weiß er es? Befolgt er uns deshalb? Kennst du ihn von früher? Am Tag der Beisetzung deiner Mutter sah ich Baldur zum ersten Mal. Das ist die Wahrheit. Hey, wir müssen doch nicht direkt zu Tyrs Gruft zurück, oder? Ich meine, wir sind Götter. Wir können tun, was wir wollen, stimmt's?
Worauf hättest du jetzt Lust? Ich werde es dir zeigen. Okay, das war nur ein Spruch. Wir müssen aber zur Tyrs Gruft, denn die Mutter muss hier noch auf dem Berg, ja, die Asche muss verstreut werden. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Lies vor. Den Tod höchst selbst ich verschlinge, auf das ich wieder Leben bringe. Oh, das gefällt mir. Ob ich das wohl verfasst habe? Na, machst du die Rune, oder? Anscheinend nicht. Gut, von dort sind wir gekommen. Hier können wir... Nee, da laufen wir einmal nur durch. Das ist jetzt quasi die andere Seite. Den Tod höchst selbst ich verschlinge, auf das ich wieder Leben bringe. Oh, das gefällt mir. Ob ich das wohl verfasst habe? Aber ich kann ja hier nichts machen. Hier fehlt ja irgendwas. Da kommen wir zur anderen Seite. Ist das dort die Antwort? Da steht Erde. Verschlingt den Tod, bringt wieder Leben. Los. Jürt. Okay. Doch etwas simpler als gedacht. Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin? Hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alben zu töten. Eine sehr eigenwillige Schlussfolgerung. Du musst nichts bereuen. Die Alben haben sich uns aufgedrängt. Nein, ich verstehe es jetzt. Wir hatten Götter Dinge zu erledigen und dann kamen sie und haben uns in ihre kleinen Probleme reingezogen. Sollten wir das so im Raum stehen lassen? Ich meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker. Vielleicht fühlst du dich gerade etwas zu gut. Macht stellt dich vor eine schwere Wahl, Kleiner. Du kannst entweder dir selbst dienen oder dich in den Dienst anderer stellen. Wie Tyr. Sie haben ihn geliebt, ha? Huh? Ja, ein Gott des Krieges. Doch einer, der für den Frieden kämpfte. Es hieß, er war heroisch und gerecht und setzte Macht und Wissen ein, um Kriege zu beenden, anstatt sie anzufangen. Also gibt es gute Götter? Das soll alle paar Monde mal vorkommen, ja. Hier werden Orte erwähnt, die ich nicht kenne. Offenbar ist Tyr gerne gereist. Tyr glaubte, dass der Verstand und nicht pure Macht Krieg und Chaos verhindern könnte. Und er wusste, dass ihm der Besuch anderer Kulturen eine Weitsicht gab, die er daheim nie erlangen würde. Odin häufte Wissen an und bewachte es eifersüchtig. Tyr hingegen war offen und teilte seine Lehren und seine Weisheit. Deshalb liebten die sterblichen Tiere und brachten ihm Geschenke aus der ganzen Welt. Und was ist mit Tyr passiert? Odin sah in ihm eine Bedrohung für seine Herrschaft. Er verdächtigte Tyr, mit den Riesen gemeinsame Sachen zu machen, anstatt zu helfen, ihre Geheimnisse für die Asen zu stehlen. Das hat er mir auch vorgeworfen, wobei er in Tyrs Fall recht hatte, glaube ich. Tyr hat den Riesen geholfen? Ich glaube schon, er fühlte sich verantwortlich für das Leid, das Odin über sie gebracht hatte. Ich vermute, er hat ihnen geholfen, ihre Spuren zu verwischen. Der fehlende Weltenturm. Genau. Was immer mit ihm geschehen ist, konnten die Riesen meiner Ansicht nach nur gemeinsam mit Tyrs Hilfe durchführen. Da haben wir wieder ordentlich Storytelling bekommen. Wo ist dieser schwarze Kopf? Keine Ahnung. Der Stein! Das muss sie sein!
Gut, da sind aber Siegel dran, die wir ja aus Hehl schon freigeschaltet haben. Hattest du gedacht, es wäre so einfach? Nein. Ich hatte es aber gehofft. Und was jetzt? Bewegung, sonst verlierst du sie. So, wo ist denn die andere? Die kommt da jetzt... Oder muss die hier irgendwo an die Seite? Ah, okay, gut. Dann greifen wir uns das Ding nochmal. Na, so. Und liefern es mal dort ab. Das ist aber nicht nett. Zwei weitere sind noch am Start. Seht mal, schmale Durchgänge an den Seiten. Perfekt für den Jungen. Aber Vater kommt da nicht durch. Geh, ich komme klar. So, wir brauchen hier eventuell die Axt. Warten wir mal, bis das ein bisschen weiter oben ist. Okay. Wein aus der Heimat. Und eine Zeichnung von ihm. Ja, die Vergangenheit holt einen halt immer ein. Damit. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Mach ich nicht. Na? Wüstenland, sehr weit entfernt von hier. Leben dort Götter? Oh ja. Yeah. Viele, viele Götter. War das jetzt durch die Aktion hier vom Tisch, oder? Nicht, fürchte ich. Okay, jetzt haben wir hier den zweiten Part freigeschaltet. Sehr schön.
werden wir jetzt hier einmal mit bloßen Fäusten uns den Weg durchschlagen. Ach shit, da sind schon wieder diese... Erstmal diese Augen weg. Ja, die Waffe ist schon ziemlich geil. Ah, da wollte uns einer überraschen. Okay, gleich ist es überstanden. Mit der Axt sind wir vielleicht sogar ein bisschen schneller unterwegs, aber die Waffe gefällt mir. Okay, mit der Axt haben wir auch schon ein paar Stunden verbracht. Der letzte nochmal. So, da haben wir was. Worüber hast du dich in der Gruppe so aufgeregt? Das ist jetzt nicht wichtig. Dir war es offenbar wichtig. Es war impulsiv. Schenke meinen Schwächen keine Beachtung. So, wo haben wir jetzt das war ja fast eine Entschuldigung. Den Wind? Du schlägst wohl einfach gerne Tonwaren. Shit, ich habe den das Ziel Dingens hier aus den Augen verloren, aber da kommt es ja schon wieder an. Wunderbar. Oh, voll reingesprungen. So, was hat sich jetzt hier geöffnet? Ah, hier ist was dazugekommen. Sehr schön. Ich will von jetzt an nur die Wahrheit wissen, ja? Egal, ob sie mich verletzt oder nicht. Ich will lernen. Nur weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es nicht. Mehr schmale durch. Ich weiß. Geh. Ich kann gar nicht hinsehen. Viel Glück. Oh, zu spät. So, dann... Ah, nee. Was müssen wir machen, wenn das Ding oben ist? Und jetzt nochmal Waffe zurück. Wunderbar. Skell und Hati. Ganz recht, die Bringer von Tag und Nacht. Wenn sie Sonne und Mond gefangen haben, beginnt Ragnarök, stimmt's? Kannte Tyr sie? Keine Ahnung. Er mochte sie offenbar genug, um ihnen eine große Wand in seiner Gruft zu widmen. Jetzt wird hier wahrscheinlich wieder ein bisschen Kampf-Action sein. Fällt es dir denn gar nicht? Oder? Nee, noch nicht. An einem fantastischen Ort. Vielleicht wollte Mutter, dass wir etwas Spaß haben. Alles, was wir gesehen und getan haben, war vielleicht ihr Geschenk. So, da müssten wir aber von oben rankommen.
die, Wände von Hehl? Vielleicht können wir sie von einem dieser Balkone aus entdecken. Nee, da haben wir auch nicht die Möglichkeit. Wir müssen irgendwie auf so einen Balkon drauf kommen. Ja, der Pfeil signalisiert das wunderbar. Aber ich sehe hier auch gerade keine Markierung, wo wir hochklettern können. Oder wir gehen einfach hier lang. Wir können hier nicht ohne die schwarze Rune weg. Komm schon. Achso, das ist der Ausgang. Okay, das hier ist der letzte Spot. Da ist die Falle, da geht's nicht lang. Hier auch nicht. Nee, irgendwas muss hier doch freigeschaltet worden sein. Oder wir klettern einfach hier hoch. Das funktioniert natürlich auch. Okay, die schießen hier wieder mit ihren Lasern. Oh. Da war das Ausweichen ein bisschen zu gering. Aber der Kleine macht hier ein bisschen Action. Der ist sehr beflügelt von dieser Göttergeschichte. War es wieder einer weniger. Das Ding ist auch weg. Wunderbar. Okay. Na, da ist noch was gespawnt. Nochmal umholzen oder auseinanderreißen geht auch. Du bist ein echter Berserker. So, was haben wir hier? Da, da ist die Windfalle. So, wenn wir das Ding haben, wo können wir denn drunter? Ah, hier. Weißt du, für jemand so beliebten Quartier echt paranoid. Ja, dank Odin hatte er allen Grund. Gut, jetzt brauchen wir nur noch genau den richtigen Platz. Das, der wird wahrscheinlich hier sein. Wunderbar. Und jetzt schnell, schnell, schnell. Nee, das wird nichts. Da müssten wir nämlich hin. Oder haben wir hier unten irgendwie eine Möglichkeit, den Wind zu platzieren?
So, das sollten wir auch noch mal mitnehmen. Diese Dinger, wenn die sich für den Wind eignen würden, wäre das eigentlich ziemlich cool, aber ich denke nicht. Da liegt ja etwas, von daher muss man da irgendwie hinkommen. Ja, ich habe eine Idee. Okay, wunderbar. Vielen Dank, hat aber auch ein bisschen gedauert. Jetzt haben wir den Wind quasi an den äußeren Ring gegeben, können uns jetzt hier gleich in aller Ruhe den Wind schnappen und dort müssen wir hin. Ups, komplett daneben gehauen. So. Und da ist er. Was ist los? Falle. Vater! Junge, verschwinde von hier. Mir geht's gut. Wie kriegen wir dich da raus? Zuketten an der Wand. Aber es gibt 3 davon. Was soll ich tun? Atreus, konzentrier dich. Du kannst das. Bitte beeil dich. Ich weiß gar nicht, ob ich ertrinken kann. Los, denk nach. Hati ist der Segen. Er jagt den Mond. Der goldene Stern verfolgt die Sonne. Müssen Sie sie fressen? Die Anordnung ist falsch. Gut, Junge. Mond nach links, Sonne nach rechts. Midgard in die Mitte. Aber welchen Hebel ziehe ich? Der linke. Shit, ich habe jetzt gar nicht gehört, was er da für eine Geschichte erzählt hat. Shit, ich hätte am Anfang zuhören sollen. Mittlerer Hebel. Komm schon, steh auf, Bruder. Er kann ertrinken. Gut, jetzt muss ich noch mal genau zuhören, was er da gesagt hat. So. So, der eine frisst. Mittlerer Hebel. Den rechten, Junge. Mond links, Sonne rechts. Okay, jetzt verstanden. Sonne ist jetzt auf der linken Seite, ist natürlich falsch. Der mittlere, mach schnell! Oh, shit. Der linke.
So. Das sollte jetzt passen. So, jetzt den mittleren. Ah, die Zeit ist schon um. Okay. Okay, das wird jetzt auch in die Hose gehen. Der mittlere, schnell! Wir haben jetzt Mond und Midgard, die Sonne fehlt. Die Sonne muss nach rechts. Sonst kriegen wir sie nicht in die richtige Position. Selben Fehler wie eben. Mittlere. Die Reihenfolge muss so sein. Mund links, Sonne, die Reihenfolge muss so sein. Mund links, Sonne. Der linke. Mitte, schnell. Mund links, Sonne rechts. Mittag in der Mitte. Zieh den so, aber jetzt kriegen wir das hin. Und jetzt ziehen wir gleich noch die Sonne hoch und dann sollte das passen. Den rechten Junge. Genau, das passt jetzt. Eine Falle ist nicht genug, wir brauchen sogar noch eine zweite. Junge, du musst die Kette stoppen. Wie? Ich weiß es nicht. Ich habe eine Idee. Ihr Messer? Es geht nicht anders. Doch, das scheint zu funktionieren. Gut. Ich weiß. Aber da sind wir bei der Theorie, dass wir doch hier oben hinkommen. Und das Ding hauen wir mal eben kaputt und holen uns dann den schwarzen Runenstein. Ah, er hat kein Messer. Hier.
Tag deiner Geburt machte ich zwei Messer. Aus Metallen meiner Heimat und dieses Landes. Eins für mich selbst. Und wenn du soweit wärst, eins für dich. Heute ist dieser Tag. Schön gesprochen. Bin ich jetzt ein Mann? Wie du? Nein. Wir sind keine Männer. Wir sind mehr als das. Die Verantwortung ist viel größer. Und du musst besser sein als ich. Verstehst du? Sag es. Ich bin besser. Die Macht dieser Waffe, jeder Waffe, kommt von hier. Im Zusammenspiel mit dem hier. Durch Disziplin, die Selbstbeherrschung von dem, der sie trägt. Darin liegt die wahre Stärke eines jeden Kriegers. Vergiss das niemals. Also gut. Komm. In den richtigen Händen ist es was. Und ein Bruder des Viehs, was wir schon in Hell gesehen haben. Na gut, Ziel aufs Gesicht. So, hier werden wir wieder mit der guten alten Axt Action machen. Wow. Zwei. Sehr schön. Oh, ein Team-Up mit dem Sohn. Sehr schön. Oh, okay. Ah, alles klar. Den mit der Axt. Und den anderen mit den Doppelschwertern. Aber die penetrieren mich hier zu Tode. So, der andere verliert aber immer mehr an HP. Ich weiß nicht, woher das kommt. Oh, Doppelschwung. Oh, 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 oh. Das habe ich gesehen, aber ich bin nicht ausgewichen. Wir haben jetzt hier allerdings nichts zum Heilen. Das ist ungeil. Dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, der Kleine hat uns einen kleinen Heilstein gegeben. Sehr schön.
Oh. Was war da jetzt los? Gegner voraus. Getroffen hatte er mich doch eigentlich nicht. So, da haben wir jetzt die Waffe. Das hat ein bisschen gedauert. Ich will es gar nicht aussprechen, aber dieses Mal läuft es erheblich besser. So, dann gehen wir mal in den Berserker-Modus. Und penetrieren hier mal beide. Okay, den Kopf überhaupt nicht getroffen. Okay, der soll mal aufhören, hier immer mit Dreck zu werfen. Okay, jetzt der zweite Durchgang hat deutlich besser funktioniert. Ups, ne. Nee. Aber kein Gegner für Götter. Hab größere besiegt. Na, der mit seinem Götterwahn geht mir langsam auf den Sack. So, was haben wir jetzt hier? Nichts, okay. Aber hier haben wir nochmal die Chaosflamme. So, jetzt haben wir aber was. Okay, dann können wir raus hier. Und sollten eigentlich auch so gut wie alles zusammen haben, um nach Hel zu reisen. Na? Wir sind fast am Ende. Setz dich. Oh, ein Vater-Sohn-Gespräch. Limniovan. Von der Insel Limnos. Nahe meinem Geburtsort. Limnos.
das Ende einer Reise. Wirklich? Riecht wie faule Eier. Ist der noch gut? Vielleicht. Ja, der gute Kratos taut auf und wird langsam lockerer. Vielleicht liegt's auch am Wein. Warum hast du deine Heimat verlassen? Wegen der anderen Götter dort? Ich meine, du hast die Götter so sehr. Aber Tyr zum Beispiel war gut. Und du bist gut. Du hast nur Böse getötet, stimmt's? Ja. Ah, aber wer kann das schon beurteilen? Sei still. Wir können's. Wir wissen's besser. Aha. Klingst immer mehr wie dein alter Herr. Bereit? Bereit. Komm. Gott zu sein, wird mir gefallen. Okay, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Vielleicht haben wir jetzt auch die Möglichkeit, nach Jotunheim zu kommen. Denn es wäre natürlich schön, wenn wir dieses Projekt God of War abschließen können, bevor wir mit Dying Light 2 anfangen. Das sind nicht mehr allzu viele Tage. Von daher mal schauen. Na? Ich dachte, wir müssen jetzt die Schlange rufen. Wo sollen wir denn sonst hin? Ist die die Schlange ist noch am Start. Ah, der kann doch das auch lesen. Wer hat sie in Tyrs Feuerschalen geritzt? Ich sage Sindri, dass ich ein Gott bin. Ich will sein Gesicht dabei sehen. Nein, ich habe dein Geheimnis womöglich zu lange bewahrt. Aber jetzt wirst du unser Geheimnis wahren. Dann klettern wir mal schnell hier hoch. Geheimnisse sind Odins Art. Sollten wir nicht offen sein, wie Tyr? Tyr hat auch Geheimnisse. Aus gutem Grund. Um andere zu schützen. Es ist weiser, diskret zu sein. Deshalb muss man seine Freunde nicht anlügen. Oder die Familie. Ich bin sicher, Sindri versteht das. Na, Junge. Aufgeregt, endlich das Land der Riesen zu sehen. Ja, aber traurig, dass die Reise bald endet. Oh, was, wenn wir in Jötunheim sind und keine Riesen vorfinden? Das kann uns egal sein. Der Wunsch deiner Mutter ist alles, was zählt. Ah! Oh, geht nicht weg. Ich bin gleich bei euch. Vater, darf ich sagen? Nein. Was denn? Hast du an diesem Rad geleckt? Oh Gott, ich übergebe mich. Ernsthaft, mir kommt's... Vergiss es. Familiensache. Ich kann euch einiges über Familien erzählen. Oh, lass mich raten. Dein Bruder hat überhaupt kein Talent und er kreiert nur Müll. Völlig korrekt. Soll heißen? Du redest von nichts anderem. Unaufhörlich. Du warst dagegen oder halt endlich die Klappe. Verstehe. Ja. Wir haben genug von den kleinen Leuten mit kleinen Problemen.
Na gut. Wie ein Gott des Donners gesprochen. Sehen wir uns euer Zeug an. Und den Kleinen hat er auch noch beleidigt. Der zudem sogar größer ist als er. Jetzt weiß ich. Wir müssen ja hoch. Wow. Shit. So, jetzt hat er endlich die Waffen gezogen. Ah, ich komme hier nicht weg. Jetzt ist die Kacke aber so ein bisschen am Dampfen. Na? So, okay, dann nehmen wir mal die gute alte Axt. Wow. Mit der guten alten Axt klappt das doch schon viel besser. Dachten die, das würde uns aufhalten? Alles klar. Okay, der Kleine mit seinem Göttergehabe. Also, wo wir jetzt hin müssen. Ah, da oben ist das Ding. Shit, wir müssen zu Fuß laufen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass der Kleine nicht ein bisschen übermütig wird. Mit dieser ganzen Göttergeschichte. Warum hast du so mit dem Zwerg gesprochen? Nervt dich das mit ihm und seinem Bruder nicht? Doch, natürlich. Aber es nützt nichts, ihn zu einem Feind zu machen. Er sollte die Wahrheit kennen, ohne Ausnahme. Es war unnötig und unfreundlich. Wahrheit ist wichtiger als Güte. Deine Mutter wäre anderer Meinung. Sie war keine Güte. So, wo müssen wir jetzt? Nee, wir müssen nach links. Okay. Aber hier kommen wir zumindest mit der neuen Waffe deutlich einfacher durch. Auch wenn sie nicht ganz so viel Schaden macht wie die Axt, aber die Axt macht ja hier an dem überhaupt gar keinen Schaden. Lass mich sie von hier abtragen. So, wir müssen jetzt hier lang. Meinst du? So wie du von ihr gesprochen hast, bezweifle ich das. Was? Dass sie keine Göttin war? Sie war besser als eine Göttin. Und du solltest sie nicht entehren. Ist ja gut. Dann trag sie selbst. Okay, hier müssen wir uns nochmal eben durchschlachten. Interessant wird's jetzt. Bekommen wir eine Abkürzung zum Gipfel des Berges, weil nochmal durch den kompletten Gipfel durch, durch den kompletten Berg durch, um zum Gipfel zu kommen, wäre schon ein wenig mühselig. Hinter dir, Bruder! Hinter dir!
Tor könnte sich auch mal schließen. Okay, das Tor ist dicht. Alles eingesammelt. Bevor wir nach Jütenheim reisen, wird doch bestimmt noch einer von Thors Söhnen hier aufschlagen. Okay, dort das Wägelchen ist nicht am Start. So, komm mal schnell hierher. Daran war bestimmt auch Odin schuld. Netter Versuch. Ja, der Götterwahn steigt ihm in der Tat zu Kopf. Aber es sieht aus, als wenn wir die Treppen hochlaufen könnten. Die Mutter meinte immer, alle Götter sind böse. Aber wir sind es nicht. Tyr war es nicht. Freya auch nicht. Die Asengötter, die sind böse. Und weißt du was? Odin hat recht. Wir sind eine Bedrohung, weil wir wissen, was sie sind und dass wir siegen können. Naja, nicht alle von ihnen. Noch nicht. Magni hat's versucht und er ist tot. Sie sind nicht besser als wir. Und sie werden das alles bereuen. Wir haben ja hier keinen Aufzug mehr. Wie kommen wir gleich hoch? Ah, da ist er ja schon. Tadelte mich. Mich. Für deinen Mord an Magni. Mein eigener Vater nannte mich feige. Er hat wohl noch mehr getan. Hau ab, sonst bringen wir das zu Ende. Ich bring dich um. Nein. Er ist besiegt. Wozu ihn töten? Ich will, dass er für seine Worte büßt. Ich sagte nein. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Ah, das war nicht so gut. Was tust du da? Das Messer ist besser als Mutters. Du tötest gegen meinen Wunsch. Reiß dich zusammen. Aber du hast mich das Töten gelehrt. Ich habe dich gelehrt zu überleben. Wir sind Götter, Junge. Das macht uns zum Ziel. Du bist von jetzt bis in alle Zeit gezeichnet. Ich lehre dich das Töten, ja, aber nur zum Selbstschutz. Niemals zum Vergnügen. Er hat doch eh niemandem was bedeutet. Was soll's also? Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten! Warum? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Hüte deine Zunge. Verstanden? Von mir aus. Okay, mit diesen Worten machen wir wieder einen kleinen Break. Also zwei von Thors Söhnen sind jetzt tot. Fehlt nur noch Baldur. Und wir kommen unserem Ziel Jotunheim immer näher und werden es hoffentlich auch in den nächsten Minuten der nächsten Folge erreichen, um dann auch die Asche der Mutter letztlich verstreuen zu können, so wie es auch ihr Wunsch war.